So, es geht weiter nach Wales. Eine Strecke oder die Strecken, wo ich mir auch so ein bisschen unschlüssig bin, ob sie gut sind, ob sie schlecht sind. Es gibt so Phasen, da sind sie gut, es gibt so Phasen, da sind sie schlecht. Ja, je nachdem, wie ich halt fahre immer. So, aber manchmal gab es ein paar richtig gute. Manchmal muss ich halt einfach nur aufpassen, würde ich sagen. Eigentlich so wie immer, aber ja, manchmal weiß ich auch selber nicht, was ich falsch mache. So, hier oben wieder ein bisschen aufpassen. Ich meine, die Karre ist noch relativ neu. Weiß es auch nicht, wie die hier reagiert. Oh, da kommt sie nämlich schon ein bisschen. Obwohl wir nicht mal groß gefahren sind. Schnell und so. Nicht viel gelenkt haben. So, aber bis jetzt eigentlich noch relativ geradeaus. Und da knutsche ich schon wieder die Wand. So, 1, 2, 3 Sekunden. Wo ist der Split? 7 Sekunden. Ja. Ja. Oh nein. Okay. Wieder stabilisiert. Weiß jetzt auch nicht, was es gerade war. Weißt du, und dann meine ich. Oha. Und dann. Ich habe halt auch ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, zu viel zu lenken, damit er mir hinten ausbricht. Deshalb fahre ich jetzt einfach so gnadenlos gerade in den Wald rein, kann man sagen. Weißt du, schon im ersten Rennen habe ich hier die tolle Anzeige, die hier aufleuchtet. So, Schildchen weggefahren. Aber ich glaube, so viel ist gar nicht kaputt gegangen, oder? Oh, wir müssen hier nach rechts, gell? Geht noch einigermaßen. Hier, die Heckstoßstange schleift halt ein bisschen. Wobei das, glaube ich, eigentlich gerade einer der schlechten Strecken war, finde ich. Glaube ich mal. Die guten kommen noch, also keine Bange. So, eine 4, eine 1. Finde ich teilweise besser, so die 1er, 2er und so finde ich besser, wie die ganze Zeit so geradeaus mit den ganzen Jumps und immer so 6er, 5er, wo du dann 120 fahrst und dann leicht wegschmierst und dann halt gar keine Kontrolle hast. Vor allem durch die ganzen Hubbel hier. Finde ich das mit den 2er oder 1 und so einiges besser eigentlich. Da fühle ich mich ehrlich gesagt sicherer wie auf den ganzen, ja, fast geraden, kann man sagen. Wobei ich gerade wirklich ein bisschen so einen Kack zusammenfahre. Muss ich ehrlich selber auch hier sagen. So, jetzt ist weggeflogen. Jetzt geht's los. Nein, wir sind zu leicht. Deshalb sind wir einmal hier runtergeflogen. So, go, 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 go. Nein, come on. Wegen einer Sekunde. Oh je, das kann ja was werden. Das Auto lässt sich jetzt ganz anders fahren, weil wir Gewicht verloren haben. Eine gute Ausrede, sage ich nur, meine Freunde. Nein, nein, nein. Das meine ich halt hier. Die blöden hier ran. Da mag ich es lieber kurvig. Sag ich ganz ehrlich. Finde ich besser wie so blöde Geraden mit so ganz kleinen Kurven, wenn man das überhaupt Kurve nennen kann. Die ganzen 5er und 6er. Kam der jetzt nicht zwischen der 3 und eine 4? Ich fand die 4 enger wie die 3. Nur mal so angemerkt. So, oh, hallo? Kamera? So soll man fahren. So, nein! Nein! Oh, come on! Wollt ihr mich ehrlich verarschen? 2 Meter vorm Ziel, Alter. Heieiei. Da hat man keine Chance. Dann rutscht er blöd und dann. Egal, ob man Gas gibt, ob man bremst, ob man lenkt, nach rechts oder links, ist scheißegal. Er fährt einfach gegen den Baum.
Für den Scheiß bin ich noch relativ gut. Platz 7. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon schlimmer befürchtet. So, diese Strecke wird hoffentlich auch besser. Ich weiß jetzt dann wirklich nicht mehr, welche die guten Strecken da waren. Aber wir schauen mal. Oh je. Wie er qualmt. Wie das Auto auch aussieht. Auch für das, dass wir uns so zwei, dreimal überschlagen haben, sieht es noch relativ gut aus. Wollte mich jetzt ehrlich verarschen. Rückwärtsgang. Brauche erstmal eine Weile, bis er reingeht. Ja, genau. Fahr halt runter. Hallo. Pff, genial. Guck mal, ich hänge hier halt fest. Ja, ich fahre in den Wald rein. Wenn nach oben komme ich eh nicht. Guck mal, ich hänge fest. Ich kann mich nicht zurücksetzen. Blödes Spiel, Alter. Das haben sie wirklich schlecht gemacht. Guck mal, jetzt war ich eine halbe Minute da, dann kriege ich noch 14 Sekunden Strafzeit. Also ich meine, das kann ich mal total vergessen. Wenn da so an der Ecke hängen bleibt, so wie ich. Na, come on, ich hab keinen Bock mehr. Scheiß BMW, Alter. Irgendwie hatte ich jetzt mit einem Auto noch nie so Probleme. Ist es jetzt wegen der erhöhten PS-Zahl oder... Was? Ach so, ich habe schon gedacht, hier muss ich nach links. Oh je. Mal 2 Minuten, erster Split. Da habe ich ja schon 3/4 von der Strecke eigentlich fast. Vor allem die Reparaturen will ich nicht sehen. Wie viel da wohl unten ist. So, 1 Minute. Mein erster Split, Alter. Oh je. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen was aufholen können. Aber, naja. Bis jetzt lief es ja ziemlich kacke. Oh, hier war auch so eine blöde Stelle, gell? Da bin ich mal auch hier voll dagegen gescheppert. Aber diesmal doch noch draus gelernt. So, da vorne kommt eine 4 in den Wald wieder hinein. So, aber ich, komischweise so an der Steuerung oder so ist eigentlich groß nichts kaputt gegangen. Also rein vom Fahren her ist er noch okay. Da geht's eigentlich noch. Wow! Bisschen Zaun. Nein! Was war das schon wieder? Ey, der dritte Baum. Und ich kann mich nicht zurücksetzen. Ja, weiter rein. Ehrlich. Heute mag ich Baumkuscheln. Sie sind meine Freunde. Oder habe ich da was falsch verstanden in dem Spiel? Muss ich nicht so viel wie möglich Bäume treffen? Oh Mann, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Eigentlich wäre ich schon im Ziel, so fast. Alter. Oh je, yeah. Der sieht aus. So, 1,5 Minuten, dritter Split. Alter, ehrlich. Dazu kann man echt nichts mehr sagen. Wobei, das erste schon wirklich... Guck mal, weißt du, und dann... Fahre ich gegen irgendwas, wo ich keine Ahnung habe, wo ich nicht mal sehe, dass da was war. Guck mal, jetzt hängt er wieder. Ja, also diese Runde ist verhext. Ganz ehrlich. Hier, Geralt war da. Bisschen rumgehext. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich echt verarschen? Und dann... Eigentlich hätte ich noch dagegen fahren können, also das einmal hin oder her mehr wäre gerade egal gewesen. Das wäre wirklich egal gewesen. Ich hoffe, dass die anderen Autos besser werden, weil das wird irgendwie gerade immer schlimmer.
So, da vorne ist Ziel. 2 Minuten grob gesagt. Auch richtig nice. Wir müssen erstmal ins Ziel reinkommen. Oh je. Und die Karre sieht aus. Ich meine nicht den Schlamm und so, sondern die Karosserie an sich. Die Deformation des Wagens. Platz 8. Hey, bin schlechter geworden. Vorher war ich noch auf Platz 7. Ja. 3 Minuten auf Platz 1. Alter. So schlecht war ich. Glaub noch nie. Vielleicht am Anfang oder so. Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich will nicht weiter drücken zur Reparatur.